Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, ich habe euch das letzte Mal mit einem miesen Cliffhanger zurückgelassen, weil wir uns jetzt dem großen Endkampf gegen Irenikos stellen werden. Fragt nur. Nachdem wir mit all unseren Gruppenmitgliedern nochmal einen Plausch gehalten haben. Keine große Also, ihr müsst eure Gruppe ab in jetzt. die große Schlacht. Stehen bleiben. Wer kommt da? Ihr seid das Kind des Baal, nicht wahr? Joanlith. John brüstete sich damit, euch die Kräfte gestohlen zu haben. Er behauptete, euch umgebracht zu haben. Ach, das ist Elysium. Oder das, was von ihr übrig ist. Tja, er hat es nicht getan. Und jetzt ist es an der Zeit, dass ich es ihm heimzahle. Er hätte es fast geschafft und ich habe vor, die Gunst zu erwidern. Ha, man kann mich nicht aufhalten, auch hier nicht. Ja, aber wer seid ihr und was macht Irenikus? Ich bin Elysium, die Königin von Sul'Danesala. Jon'leth hält mich in der Mitte des Baumes in einem Käfig aus verdorbener Magie gefangen. Ich habe es nur geschafft, mein Bild so weit zu schicken. Jon'leth, der den ihr Irenikus nennt, er saugt die Macht des Baumes des Lebens in sich auf. Auf dem Baum sind Parasiten, die sie für ihn herauspumpen. Parasiten, was für eine Art Wesen sind das? Ich weiß es nicht, um was für eine Art von Parasit es sich handelt, aber sie sind die Verdorbenheit selbstfürchtig. Sie geben Jon'leth die Macht und erhalten meinen Käfig. Es ist mir egal, ob ihr hier seid, um mein Volk zu retten oder um den zu töten, der euch gepeinigt hat. Eine Sache muss getan werden. Die Parasiten des Baums des Lebens müssen sterben. Tut das und ich werde in der Lage sein, Johns Verbindung zum Baum zu durchtrennen. Dann und nur dann kann er getötet werden. Ich glaube, dass er die Parasiten irgendwie schützt. Ich weiß nicht. Beeilt euch. Wie komme ich an die Parasiten ran? Ich sehe keine Möglichkeit, durch all diese Äste hindurchzukommen. Ja, er hat die Äste abgeschlagen. Benutzt die Nüsse aus dem Palastgarten. Sie werden neue Äste am Baum wachsen lassen. Mit ihrer Hilfe kommt ihr durch. Macht schnell, Kindesball. Wenn John den Baum des Lebens leert, ist ganz Sul'Danesala dem Untergang geweiht und John wird alle Macht haben, nach der er sich sehnt. Bitte, ihr müsst ihn aufhalten. Ja. Ich mal Quick Save. Weil wir dürfen nicht aus Versehen zuerst in Irenikus reinlaufen. Sondern müssen erst die Parasiten finden. Es waren drei oder vier Stück. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, wie viele es waren. Und ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie stark sie waren. Oh, da ist ja einer von ihnen. Dieser Parasit, dieses Ding gleich nichts, das ihr kennt. Aus seinem aufgeblähten Körper sehen sich vier schlangenartige Tentakel. Diese haben sich in den Zweig des Baums gebohrt. Der Parasit saugt den Baum des Lebens aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Parasit angreifen. Beim ersten Zeichen von Feindseligkeit posiert der Parasit von magischer Energie und beschwört einen Wächter. Verstanden. So. Ohne seine Verteidigung lässt sich der Parasit leicht ausscheiden. Der Parasit ist tot und bedroht den Lebensbaum nicht Was mehr. Immer ihr wünscht. Ja, das war der erste. Eine der kleinen Nüsse in eurem Rucksack beginnt zu wachsen. Und sich auszudehnen. Überrascht nimmt ihr sie aus dem Rucksack und platziert sie auf dem Zweig zu euren Füßen. Sie wächst und windet sich zu einem überraschenden Tempo und verschmilzt rasch mit dem Baum des Lebens. Der Baum verändert sich so, dass sich ein Weg zu dem entfernten Zweig bildet. Und ihr könnt jetzt weitergehen. Wie gesagt, noch sollten wir nicht in Irenikus reinlaufen. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass Der, glaube ich, hier im so Zentrum ist, auf das wir gerade zulaufen. Ja, da ist er.
Die toten Feuerelementare sehen fast aus wie ein Blutfleck von den Parasiten. Die Parasiten haben irgendwie ein bisschen Ähnlichkeit mit Super-Ankex, kann man sagen. Also mit Ankex, die irgendwie aus der Dämonenwelt entkommen sind. Diese Treppe endet im Nichts und führt nirgendwo hin. Ja. Ja, eine der kleinen Nüsse in eurem Rucksack beginnt zu wachsen und sich auszudehnen. Überrascht nimmt sie aus dem Rucksack und platziert sie auf dem Zweig. Da ist der zweite Parasit. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrecht. Ja, dieser Parasit, dieses Ding gleicht nichts anderem. Das hatten wir schon mal. Ich bevorzuge das Licht des Tages. Das Böse soll die Gerechtigkeit, die ich ihm zuteil werden lasse, bei hellem Licht sehen. So, nehmen wir mal eine von den Nüssen. Ja. Ja, der Parasit lässt sich ausschalten. Einmal noch, dann sind alle vernichtet. Schon jetzt kann ich sehen, wie sich dieser Käfig auflöst. Sobald ihr den letzten Parasit vernichtet habt, werde ich anfangen, seine Verbindung zu durchtrennen. Ihr werdet schnell in die Mitte des Baumes, wo Ereniko und ich sind, kommen müssen. Die Kräfte, die er dem Baum gestohlen hat, werden ihn entrissen. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen haben wird. Es könnte uns alle umbringen. Aber John wird schwach und orientierungslos sein. Ihr müsst ihn schnell erledigen. Ja. Endet es schnell. Ich fühle, wie der Baum des Lebens stirbt. John ist seinem Ziel schon viel zu nahe gekommen. Wenn ihr es wollt. Ich heiße jeden neuen Morgen willkommen. Einige haben nicht so viel Glück. Warum auch immer jetzt gerade ein Safe gemacht wurde. Oder geladen wurde. Ja, letzter Parasit finden und dann den schnellsten Weg in die Mitte finden. Und wieder verzweigt sich was. Das führt mich aber auch nur hier in die Mitte zu John Irenicus. Ja, das führt mich sowieso schon, John Irenicus. Dass es auch immer Bäume sein müssen. Deswegen mag ich Zwerge lieber. Genau, der letzte Parasit ist genau auf dem Weg zu Irenicus. Luftelementare. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. So. Quick Save und dann werden wir uns schon mal ein bisschen buffen. Ich helfe, wo immer ich kann. Vita Mortis. Vita Mortis. Habt ihr einen Plan? Ich warte auf euren Befehl. Schwerter statt Wörter. Ich warte. Schutz vor dem Bösen. Potentes Gebet.
Furchtbar. Ja? Folgt mir. Ich helfe, wo immer ich kann. Ja, Eri, sprich du meine Hast. Ich kann es nicht anklicken und ich komme nicht näher ran. So. Dann ab in die Mitte. Was? Wer wagt es? Ich wage es. Eure Seele sitzt zur Stille, Renikus, und ihr werdet hier sterben. Ihr hättet wissen müssen, dass ich euch nicht entkommen lassen würde. Bei allem, was rechtschaffend ist, ich bin hier, um euch zu vernichten. Ja. Ihr lebt noch? Ihr habt nur noch einen Bruchteil eurer Seele, trotzdem bekämpft ihr mich immer noch. Die Macht des Baumes ist von mir gegangen. Euer kleiner Plan war erfolgreich, ihr Insekt. Doch das endet jetzt. Ja, für euch. Es wird mir eine große Genugtuung verschaffen, ein so lästiges Subjekt wie ihr seid auszulöschen. Und dann werde ich meine Verbindung mit dem Baum wiederherstellen. Ich werde eine Möglichkeit finden. Ich habe die Macht dazu. Nö. Nein, Joneth. Das werdet ihr nicht tun. Wer? Elysium? Ja, ich bin es, eure Königin. Schon zweimal wolltet ihr dieses Sakrileg begehen und hättet uns damit beinahe alle umgebracht. Ihr werdet das nicht noch einmal tun, Joneth. Ich find's lustig, dass sie ein Bild hat, als ob sie ein NPC, also ein Gruppencharakter wäre. Nennt mich nicht so. Ich habe jedes Recht auf diesen Namen verloren, als ich durch die Seldarin alles Elfischen bar wurde, wie ihr sehr wohl wisst. Und wie soll ich euch stattdessen anreden? Irenikus? Gebrochener? Zerschmetterter? Ja, es war eine furchtbare Strafe. Aber ihr habt alles, was uns lieb ist, verletzt. Ihr hättet uns fast alle vernichtet. Und wofür? Macht? Ist das alles, wofür ihr noch lebt, John? Das ist alles, was ich jetzt habe, Elysium. Es gibt nur noch meine Rache. Rache für das, was ihr und die Seldarin mir angetan habt. Und eure Rache hat euer Herz vergiftet. Der Baum hat euch vor langer Zeit einmal berührt. Erinnert ihr euch gar nicht mehr daran? Gibt es nichts mehr in eurem Herzen, das euch an die Liebe erinnert? Gibt es nichts mehr in euch, das sich an unsere Liebe erinnert? An das, was wir einst teilten, bevor euch diese Besessenheit heimsuchte? Ich erinnere mich nicht mehr eurer Liebe, Elysium. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, sie wieder zu erwecken, sie in meiner Erinnerung wieder leuchten zu lassen. Doch sie ist fort. Leer und tot. Jahrelang habe ich mich an die Erinnerung geklammert. Dann an die Erinnerung von der Erinnerung. Und dann nichts. Die Seldarin haben mir auch das genommen. Ich sehe euch an und spüre nichts. Ich erinnere mich nur noch daran, dass ihr mir wie alle anderen den Rücken zugekehrt habt. Einst ein Hunger nach Macht, alles. Doch jetzt dürstet es mich nur noch nach Rache. Und ich werde Rache nehmen! Dann bedauere ich euch. Ich wünschte, ihr hättet eure gestohlenen sterblichen Jahre darauf verwendet, euch die Rückkehr an diesen heiligen Ort zu verdienen. Ich hätte euch nochmals genauso lieben können, wie ich den Mann liebte, der ihr einst wart. Aber ich erkenne nichts mehr von ihm wieder. Ihr seid Irenikus. Und alles, was euch jetzt erwartet, ist der Tod. Wir werden sehen, meine einstige Liebe. Wir werden sehen. Jo, da hat Irenikus aber ziemlich hochgestochen und ist tief gefallen. Im Vergleich zu meiner Macht seid ihr nichts mehr als eine Mücke. Ja, so geht's hier um Elhan und die anderen aufzurödeln, während ich noch schwach bin.
So sei es. Ich werde sie allesamt zerschmettern, wie es sein muss. Ich werde eure Macht noch bekommen, Talisa. Eure Seele strömt auch immer durch mich. Kommt und unternehmt euren Versuch, sie zurückzuerlangen, wenn ihr wollt. Ich habe genug Macht, um mit euch fertig zu werden. Eure Seele ist geborgt und sie soll zurückgegeben werden. Ihr seid wie ein finsterer Fluch, der auf der Natur liegt. Und ihr werdet zerstört werden. Für die Inner hier und alle gefallenen Kameraden, für alles, was recht und gut ist. Für all diese Dinge werden heute Bu und Minsk über euch kommen. Und wir werden den Sieg erringen, ihr bösen Leute. Wir werden uns Talisas Seele zurückholen, Irenikus, selbst wenn wir sie aus eurer Brust reißen müssen. Und ihr werdet zur Hölle fahren, wo ihr hingehört.